So, recht herzlich willkommen zum Live-Talk. Heute dürfen wir begrüßen Matthias Strolz, ehemaliger Gründer von Neos, heute Unternehmer, TV-Moderator, Startup-Förderer. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Strolz? Vater in diesen Wochen. Ja. Ganz wichtig. Herr Strolz, Sie haben ein neues Buch veröffentlicht, und zwar Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Ist das jetzt genau, also ich zeige es gerade mal, vielleicht sieht man es, genau. Ist das jetzt genau in dieser Corona-Phase entstanden oder haben Sie da davor schon daran gearbeitet? Nein, ich habe an einem anderen Buch gearbeitet, nicht an diesem. Ja, das ist tatsächlich in der Corona entstanden. Ich habe so in den 2 Wochen, ach, es geht mir nicht wirklich jeden Tag gut von der Hand. Irgendwas kriecht in mich hinein, was mir das Herz eigentlich eng macht. Also ich bin da natürlich am Tropf der Neuigkeiten gehangen, jeden Tag eine Walze an Weltverschwörung und Infektionsstatistik und Sterberate und Arbeitslosenzahl. War viel medial präsent, viel auf Social Media. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich bin ja kein Politiker mehr, gell? Ich sollte auch keinen spielen. Dann kam auch die Opposition wieder auf die Beine und die kritischen Medienstimmen, das war mir wichtig, weil die waren eine Weile weg, so 2 Wochen habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Und da war ich befreit entlastet, habe gesagt, okay, ich will aber etwas tun, was mir gut tut, wo ich mich mit meiner Kraft auch einbringen kann ins große Ganze. Ich bin Autor, Publizist, also ich schreibe ein Buch. Werde jetzt jeden Tag einen Morgenspaziergang machen und dann setze ich mich dran und schreibe. Und das habe ich gemacht und ja, jetzt ist es da. Mhm. Jetzt steht im Prinzip auf der ersten Seite, bevor die erste Geschichte beginnt, lustvoll singen, hemmungslos tanzen. Tut Ihnen das gut? Ja, schon. Naja, ich habe danach eine Geschichte darüber geschrieben. Dürfen wir uns über die Blumen freuen, wenn die Gesamtlage einigermaßen beschissen ist? Dürfen wir tanzen und singen, wenn das Leid mancherorts Einzug hält, als Krankheit, als Arbeitslosigkeit, als Insolvenz? Dürfen wir uns über die Sonne freuen, dieses prächtige Frühlingswetter, wenn auch zu trocken, wenn doch irgendwo die Beklemmung durchs Land zieht? Und ich sage, ja, wir dürfen nicht nur, wir müssen. Also oberste Pflicht ist in diesen Zeiten die Selbstfürsorge. Wir müssen gut auf uns schauen, nur dann können wir auch gut auf andere schauen. Sie schreiben ja, lasst uns das Glück maximieren, nicht nur das BIP. Und da fordern wir auch irgendwie einen Glücksminister oder eine Glücksministerin. Wie ernst ist das gemeint? Das ist sehr ernst gemeint. Das treibt mich ja schon ewig um. Ich habe versucht, wenig politische Themen ins Buch zu nehmen. Aber ich glaube natürlich, dass dieser Umbruch auch eine Gelegenheit, die vielleicht Türen anstoßen kann für manches an zeitgemäßer Weltverbesserung. Ja, und man, das Bruttoinlandsprodukt ist die markanteste, die wichtigste Größe, die wir haben als Volksgemeinschaft hier. Und das Bruttoinlandsprodukt hat seine Stärken, aber ist natürlich auch daneben. Ich meine, jetzt bin ich kurz weg, glaube ich. Hörst du mich noch oder hören Sie mich noch? Ja, perfekt. Also wenn ich heute einen Unfall habe oder wenn Sie einen Unfall haben auf dem Heimweg, dann freut sich das Bruttoinlandsprodukt. Je größer der Unfall, umso größer die Freude beim Bruttoinlandsprodukt. Also das kann ja nicht unser Ernst sein, dass das die zentrale Steuerungsgröße für unsere Gemeinschaft ist. Und deswegen, ich habe schon 2014 vorgeschlagen, so einen neuen Wohlstandsindikator, nehmen wir 36 Steuerungsgrößen hinein. Das ist keine Esoterik. Sind alles statistisch vermessene Größen. Wir können hineinnehmen Umwelt, wir können hineinnehmen Familie, wir können hineinnehmen Bildung, wir können hineinnehmen Sozialausgaben, etc. etc. Das zusammengebunden wäre ein ganzheitlicher Ansatz. Und es gibt natürlich Ärzte, die diesen Ansatz auch haben, nicht nur als Bhutan, die wirklich einen Glücksminister haben. Das ist ein kleines Königsreich unter 1 Million Menschen, also das ist schwer zu vergleichen, aber Neuseeland fängt jetzt an mit einem ganzheitlichen Index. Schottland beginnt
sich darüber Gedanken zu machen. Frankreich hat es vor Jahren schon versucht, dann wieder irgendwie aufgegeben. Die UNO hat den Sustainability Index, den Nachhaltigkeitsindex. Also wir müssen nur wollen. Diese Corona-Krise, die zeigt ja eines. Wenn wir wollen, können wir unglaubliche Dinge veranstalten als Menschen. Wir können ganze Industrien, ganze Länder in Quarantäne setzen, in den Masken umbinden. Das ist alles auf einem Wollen erwachsen. Und wir alle spüren doch, dass das System, wie wir es haben, irgendwo nicht ganz stimmig ist. Irgendwo hat es einen Hund drin. Irgendwie haben wir die Krise ja herbeigesehnt, ganz diffus. Aber irgendwo war diffus, an jedem Eck spürbar, es braucht eine Krise, so kann es nicht weitergehen. Und das hat schon mit dem zu tun, dass wir merken, so wie wir leben, ist es nicht nachhaltig. Macht allzu viele, gerade in westlichen Ländern, auch nicht glücklich, sondern eben krank. Mhm. Und deswegen, ja, ein Glücksminister, eine Glücksministerin ist keine Utopie. Das können wir schon in einem Jahr haben. Ich glaube, es wird ein paar Jahre mehr brauchen. Aber ich glaube dran. Lustenau bitte, österreichweiter Pionier. Lustenau hat eine BHS-Schule, die das Schulfach Glück eingeführt haben. Das ist kein esoterischer Bullshit. Das ist die Glücksforschung, füllt ganze Bibliotheken mittlerweile. Ist harte Währung, evidenzbasiert. Was bedeutet für Sie Glück persönlich? Ich glaube, dass tatsächlich für jeden persönlich Glück was anderes bedeutet, aber es gibt aus der Glücksforschung natürlich eben gemeinsame Muster. Also dort, wo das Miteinander auch gut kultiviert wird, steigt das gemeinsame und das individuelle Glücksempfinden. Für mich ist Glück auch viel mit Miteinander zu tun, aber auch mit mir selbst. Also wenn ich merke, ich bin im Fluss mit meinen Talenten, ich kann da irgendwas Gutes beitragen, ich bin ja ein Gärtner des Lebens von meinem Selbstbild, ich kann irgendwo Entfaltung unterstützen. Wachsen muss das Ding selbst, jede Gartenpflanze wächst von alleine, aber ich kann sie düngen, ich kann schauen, dass die Rahmenbedingungen passen. Das mache ich als Autor, das mache ich als Unternehmer, als Startup-Unternehmer bei Story.one, das mache ich natürlich auch als Vater. Überall dort, wo ich Entfaltung unterstützen kann und merke, oh, da habe ich einen wertigen Beitrag, kann ich mir einbringen, dem großen Ganzen dienen, da bin ich glücklich. Und wenn ich dann auf dem Berg hocke, alleine mit mir, bin ich auch glücklich. Oder im Wald alleine. Also ich kann schon auch mit mir selbst gut Glücksmomente empfinden. Und wenn ich, natürlich, wenn ich am Abend mich ins Zimmer schleiche und da liegen drei Mädels herum, schlafe, das ist so unschuldig und so. Das nützt sich einfach nicht ab. Selber Vater, das ist nichts, was sich abnutzen würde, auch über die Jahre. Da stehst du immer wieder davor und es ist einfach, und am nächsten Tag sind es wieder Schreckschrauben, ne? Mitunter. Ne? Also, und geht es halt wieder zu, und das gehört auch dazu. Also wir Menschen sind ja in Spannungsbögen ein Stück weit aufgespannt. Der nicht auch einen Schmerz empfinden kann oder auch einmal Leid oder traurig, kann auch kein Können finden. Davon bin ich überzeugt. Das ist ein Flatliner. Der ist, bei dem ist eine gewisse Lebendigkeit gestorben. Der hat Emotionen nicht zugelassen. Die gehen nach oben und nach unten. So ist es. Wie nachhaltig, glauben Sie, ist diese Rückbesinnung, die es ja jetzt ein bisschen gibt? Man schaut wieder mehr auf regionale Produkte. Wo kann man regional einkaufen? Wo kommt das Ganze her? Urlaub in Österreich wird propagiert und so weiter und so fort. Wird das eine Nachhaltigkeit haben, auch wenn das wieder abflacht etwas? Also ich glaube, dass bei der Ernährung das Potenzial da ist, dass es einen Schub gibt hin zu einem Stück Deglobalisierung. Ich bin ein großer Freund der sozial-ökologischen Marktwirtschaft und ich bin auch für internationalen Handel. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist gescheiter für einen Handel als Krieg. Ich sehe allerdings die Landwirtschaft tatsächlich in Ausnahmeposition. War immer der Meinung, habe das auch früher in meiner Partei immer verdreht zur Frage aller. Aber ich glaube, man sollte es auch in internationalen Handelsabkommen
ausnehmen. Warum? Weil es keinen Sinn macht, ein kleines Kalb, ich bin ein Bergbauer, Bub, im Bregenzer Wald oder Klostertal auf die Welt bringen zu lassen, dann ein bisschen aufmästen, dann nach Spanien zu verchecken, dort vollmästen und dann lebend nach Palästina oder sonst irgendwo hin und dort schächten. Also das ist was anderes, als wie Socken und Turnschuhe herum zu transportieren. Ja? Also erstens braucht man für den Transport mehr Kostenwahrheit. Natürlich sind Flüge zu besteuern, Kerosin ist zu besteuern. Natürlich braucht es eine CO2-Steuer. Aber es spricht nichts gegen den Handel, sehr viel dafür, dass wir auch arbeitsteilig arbeiten auf dem Planeten. Wir haben alle was davon. Aber dort, wo wir mit Leben handeln, mit lebenden Tieren, dort bin ich der Meinung, da sind wir in der Pflicht, aus Respekt vor dem Leben nochmal anders hinzuschauen und nicht einfach zu sagen, nö, ist ein ganz leerer Marktfall. Nein, ist er nicht für mich. Da hoffe ich es. Ansonsten glaube ich, das ist spannend, weil die spanische Grippe, also wir hatten ja eine wahnsinnige Globalisierungswelle Ende des 19. Jahrhunderts bis vor dem Ersten Weltkrieg und dann kam es zu einer Deglobalisierung. Und habe unlängst eine Studie gelesen, dass das eben bislang Mehrheitsmeinung immer war, das war der Erste Weltkrieg, aber eigentlich war die spanische Grippe, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg kam und irgendwie 2 Jahre mindestens da über den Planeten gefegt hat, die hat einen wahnsinnigen Deglobalisierungsschub verstärkt. Ja. Also ja, ich glaube, wir werden das in manchen Branchen erleben, aber der Vorteil einer Arbeitsteilung ist so immens, der Kostenvorteil, dass ich nicht glaube, dass es in allzu vielen Branchen sich verhärten wird. Weil einfach, wir wollen ja auch erschwingliche Güter für die breite Masse. Ne? Also ohne Arbeitsteilung, ohne Export, Import, würde kein Österreicher Auto fahren können. Ja, vielleicht die obersten 3%, aber die anderen würden sich nicht vermögen einfach. Und dann wird es schon eng für einen Kühlschrank für 20% der Bevölkerung geführt. Wie sehr hatten Sie die Corona-Krise getroffen? Oder? Sie sind ja auch Unternehmer, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben Sie? Nein, ich habe nur eine im Moment und die ist tatsächlich in Kurzarbeit auch. Haben wir jetzt entschieden im April. Im März waren wir noch 2-3 Wochen beschäftigt. Wir sind in April rein mit Stornos, Absagen aller Art. Ich habe sehr viele Bereiche, wo mir Agenturen zuarbeiten. Filmfirmen, Öffentlichkeitsagenturen. Also deswegen habe ich persönlich im Moment keinen hohen Personalstand. Ich wollte auch bewusst wenig Reisegepäck, weil ich auch sage, ich will auch mal 3 Wochen abhauen können. Alleine, das habe ich mit meiner Frau gedealt, einmal im Jahr alleine reisen. Und dann will ich nicht schon fix haben am Montag. Ja? Zum Beispiel. Also ich habe lange genug jetzt Führungsverantwortung gehabt, über 20 Jahre. Und das will jetzt eine Pause. Das ist natürlich eine große Erleichterung, merke ich gerade, weil ich weniger Fixkosten habe. Mir hat's Umsatz hat es mir viel abgeräumt, natürlich, 90% circa meines Umsatzes ist tot. Sehr viel Keynoting gemacht, also Vorträge auf Konferenzen, Klausuren. Das ist alles tot, steht leider auch nicht mehr auf im Herbst. Also wir haben jetzt Dinge, die wir für Herbst geplant haben, in den Herbst geschoben haben, seien es Fernsehsendungen mit Live-Gästen. Da sind wir gerade am Austakten, weil es nicht geht mit ein paar 100 Leuten. Haben wir die Woche entschieden, andere Konferenzen, die verschoben waren auf Oktober, sind jetzt gerade umgelegt auf April 2021 und selbst dort bin ich mir nicht sicher. Das heißt, dieses Geschäft wird mindestens ein Jahr gelähmt und da hängen natürlich ganz viele Gewerke dran. Man geht ja, ich finde schon meinen Weg, weil ich mache dafür viele andere Dinge, die zwar noch nicht so viel Geld bringen, aber unternehmerisch viel Sinn machen, wie halt Startup vorantreiben. Vielleicht schaue ich in 3 Jahren zurück und sage, wow, das war eine glückliche Fügung, ne? Weil unternehmerisch so viel weitergegangen ist bei Story One, wo ich Partner bin. Dort haben wir einen wahnsinnigen Rückenwind, weil die Leute
schreiben sehr gerne. Das ist eine Art von virtuelles Lagerfeuer auch. Also ich habe selbst aufgerufen, schreibt Geschichten unter dem Hashtag Corcooning. Aus dem neuen Corona-Alltag sind über 1000 Geschichten gekommen. Mhm. Eine davon wurde 1,57 Millionen Mal gelesen. Also über die Hälfte davon in Deutschland. Wir sind jetzt mit internationalen Partnern auch unterwegs, den deutschen Markteintritt vorzubereiten. Mhm. Also das ist großartig. Ne? Das zeigt, dass nirgendwo Türen zugehen, ohne dass andere aufgehen. Aber da habe ich natürlich das Glück, dass ich ein bisschen ein Hundertfüßler bin und ich kann ermessen, wie brutal das auch für viele kleine Unternehmen ist, auch größere, die jetzt auf den Fixkosten hocken bleiben, bist du narrisch. Das ist herzzerreißend. Sind da diese Maßnahmen und Initiativen, die die Bundesregierung setzt, wie jetzt zum Beispiel das Wirtepaket, das da beschlossen wurde, sind so Dinge zielführend aus Ihrer Sicht oder muss da noch mehr kommen? Es muss laufend nachgelegt werden. Das machen sie zum Glück auch. Also ich fand das Kurzarbeitspaket sehr gut, sehr wichtig. Das habe ich auch dem Kurz selbst geschrieben und also 3 Tage davor schon. Also das kann man sagen, das braucht dringend Kurzarbeit, nichts wie 2008 für Großunternehmen, Industrie, sondern es braucht für kleine, mittlere Unternehmen sofort und also innerhalb weniger Tage jetzt die Möglichkeit zur Kurzarbeit, auch wenn wir das Instrument noch nicht kannten in dieser Form, seit es diese Republik gibt. Aber die Alternative wäre gewesen, dass wir in der Sekunde fast, also in diesen Wochen, Zehntausende Unternehmen in die Insolvenz gezwungen hätten, weil die können es nicht darstellen, dass sie einfach die Fixkosten, Personalkosten weiterlaufen lassen. Sie würden unternehmerisch fahrlässig handeln, wenn sie nicht Kündigungen geben. Das hätten sie machen müssen. Und deswegen, ja, wir müssen diese Arbeitsplätze retten. Und deswegen Kurzarbeit, ja, check, das hat geklappt, das ist gut. Die anderen Pakete, da befürchte ich, macht es Deutschland und vor allem die Schweiz unkomplizierter und besser. Ja. Mhm. Es hängt oft irgendwo, es ist dann schwer zu sagen, wo. Die Liquidität fließt nicht und wir müssen einfach sehen, dass wenn du heute einen Betrieb hast mit 100 Leuten oder so und allein du bist in Kurzarbeit, musst du Liquidität vorstrecken. Das kostet immer schon ein paar 100.000 €. Ja, woher nehmen? Wenn die Bank sagt, Halleluja. Ich habe das angeschaut, nach Basel 3 klappt es nicht ganz mit dir. Und dann sagt die Regierung, na, wir helfen allen und die Bank sagt, na, ich kann ich trotzdem nicht. Also da kommen sehr diffuse Botschaften und vor allem der Befund, dass das Geld vielerorts noch nicht da ist. Und das ist hochzeitkritisch. Also sonst wäre gestern nicht der Androsch noch auf seine alten Tage aus dem Gebüsch gehupft, gemeinsam mit dem Sepp Schellhorn. Das ist auch eine ungewöhnliche Kombi, nicht? Aber es sind natürlich ein Vollblutunternehmer. Hm? Mhm. Beide auch mit sozialem Herzen, glaube ich. Da geht es jetzt nicht um Profitorientierung. Da geht es einfach darum, wir haben einen Staat als solidarisches, gemeinschaftliches Wesen organisiert, um in Risikofällen einander Beistand zu geben. Das ist die Logik ganz wesentlich neben territorialem Schutz, Frieden, Verteidigung, was auch immer. Bildung und so weiter, aber natürlich geht es auch um solidarische Haftung für Lebensrisiken, die so groß sind, dass wir sie einzeln nicht abbilden können. Mhm. Und deswegen alle, die sagen, das lassen wir doch den Markt richten und so weiter, das ist grober Bullshit. Der Markt ist überhaupt nicht zuständig in so einer Ausnahmesituation. Überhaupt nicht. Weil der Markt ist ja, der Markt ist ein Instrument, um Innovation zu schaffen, laufende Erneuerung, Talente in Entfaltung zu bringen und Wohlstand für breite Massen. Der Markt ist nie ein Dogma für sich, ja, wie halt das manche Ultraliberalen oder Libertären glauben. Nein, der Markt braucht einen entschlossenen Staat als Gegenüber und vor allem in solchen Situationen wie jetzt geht es nicht um Ideologie, sondern geht es ganz pragmatisch darum, wie können wir sicherstellen, dass wir zu Weihnachten nicht 1 Million arbeitslose Menschen unter dem Weihnachtsbaum, unter dem Christbaum hocken haben. Und da muss man schnell handeln auch. Und da muss die Regierung nachschärfen. Da kann sie sich hier einiges abschauen.
eben von der Schweiz, Deutschland, ist keine Raketenwissenschaft. Jetzt haben ja die Österreicher grundsätzlich ja sehr gut mitgezogen, wenn man sich überlegt, was für Maßnahmen alles gesetzt wurde. Es war ja eine ganz normale Ausgangsbeschränkung und so weiter. Hat Sie das überrascht, dass die Österreicher da wirklich so, es hat mal zumindest so gewirkt, in vielen Teilen, jetzt sieht es natürlich wieder anders aus, so mitgezogen haben? Nein, überrascht nicht. Es hat mich sehr beeindruckt. Aber ich war ja selbst mittendrin und habe auch mitgemacht, obwohl ein kleiner Revoluzzer in mir wohnt und ich Masken überhaupt nicht mag und ich dann schon ab und zu in den Wald laufen muss, um frische Luft zur Beruhigung zu schnappen. Aber entschlossenes Handeln war hier sinnvoll. Ich glaube, da war sehr vieles richtig. Das zeigen ja auch auf der gesundheitlichen Flanken die Zahlen. Bei der Wirtschaft bin ich eben, bei der Wirtschaftshilfe bin ich skeptischer, dass das alles richtig ist. Es war jetzt aber auch richtig, dass wir entschlossenen Schritten aufmachen. Ja, ich habe ja auch damit dafür gekämpft. Ich bin ein kleines Zahnrad als Publizist, aber wenn ich halt, ich kann da nicht die Wappen halten in Zeiten wie diesen, wenn mir Dinge auffallen. Und wenn da die ersten herumgelaufen sind und gesagt haben, wir lassen die Schulen zu bis September, sage ich, sicherlich nicht. Lernen ist Beziehungsarbeit. Lernen ist vor allem auch Begegnung. Wir können doch unseren Kindern nicht einfach die Schule nehmen und sagen, ja, wenn wir uns PDFs hin und her schicken und ein bisschen Videokonferenz machen, eine halbe Stunde am Tag oder fünf Minuten, je nachdem, wie der Lehrer gerade drauf ist mit EDV, das ist ein wertiger Ersatz, ist es nicht. Die Kinder, die Jugendlichen brauchen auch Begegnung, ja, und die Zahlen geben sie auch her. Wir müssen auf Sicht immer wieder Entscheidungen treffen. Es kann Rückschläge geben, jawohl, aber wir müssen als Gemeinschaft auch verhandeln. Was ist uns das Leben wert am Risiko? Das haben wir ja auch verhandelt beim Autofahren. Sonst würde man nicht Autofahren. Autofahren kostet jeden Tag Menschenleben. Das ist eine bittere und brutale Wahrheit und gleichzeitig haben wir einen gewissen gesellschaftlichen Konsens gefunden. Und natürlich steigt häusliche Gewalt und natürlich ist zu befürchten, dass wir mehr Tote durch andere Krankheiten haben, weil die vernachlässigt wurden, weil sich die Leute nicht ins Spital traut haben, weil sie keinen Operationstermin bekommen haben. Natürlich wird die Freitod- und Selbstmordrate steigen, befürchte ich. Also wir brauchen einen ganzheitlichen Blick und der wird uns dazu mahnen, hier mit Corona zu leben. Also was ich ein bisschen verurteile, ist diese Angst- und Panikmache auch von unserer Regierung, die so ein bisschen suggeriert, zum Glück nicht in der Tonalität von Macron, dass wir sind im Krieg, aber schon diese Angstmache, die ist zu viel. Ja, wir sind nicht im Krieg gegen ein Virus, wir sind dazu verpflichtet, mit Corona zu leben. Um das geht's. Und möglichst viele Menschenleben zu schützen. Es gibt viele Bedrohungen unseres Lebens, die völlig ausgeblendet wurden in dieser Phase. Das halte ich für grundfalsch. Und die wirtschaftlichen Folgekosten, die werden immense menschliche und soziale Folgekosten haben. Das müssen wir auch in Rechnung stellen. Das ist, da werden einfach viele Unternehmen nicht mehr aufstehen und viele Arbeitsplätze auch nicht mehr. Und das kostet auch Menschenleben schlussendlich. Wir wissen, dass Armut tötet. Also allein in Wiener Bezirke, du kannst entlang des Einkommens, des durchschnittlichen, kannst du die Lebensdauer dir anschauen in einer Großstadt und du wirst sehen, dass in den reichen Bezirken die Menschen einige länger leben. Das ist Armut in Österreich. Und da müssen wir schon gut drauf schauen. Aber glauben Sie nicht, dass wir, also wie es, ich zitiere den Bundeskanzler, schneller und besser aus dieser Krise dann schlussendlich herauskommen als andere, weil so schnell Maßnahmen gesetzt wurden? Ja, nein, da finde ich auch, wie gesagt, auf der gesundheitspolitischen Flanke war dieses entschlossene Handeln gut und da war sehr viel richtig. Was mir nicht taugt, ist die Begleitmusik auf der freiheitlichen, also nicht FPÖ, sondern auf der liberalen, demokratischen Seite, also dass der Regierungsberater, und ich kenne die Antonella May-Pochtler und schätze sie als Person an und für sich, aber dass sie da in einem Financial Times Interview philosophiert darüber, dass wir jetzt Vorlieb nehmen müssen mit Lösungen am Rand der Demokratie,
sowas ist schnodrig, das will ich nicht hören von einer Regierungsberaterin, auch keinem Regierungsmitglied. Wir können hier einen anderen Umgang damit finden. Da hat die Merkel, die weit über ihrem Zenit ist, leider den Ausgang nicht findet. Ansonsten ein wahnsinniges Lebenswerk. Ja, aber sie hat in dieser Krise noch einmal ihre Größe gezeigt und artikuliert die demokratische Zumutung. Natürlich sind dunkle Kräfte verführt, dass sie hier unsere Freiheitsrechte rauben. Also ich habe Freunde, denen dieser Drohne nachgeflogen in den Vorarlberger Bergen. Ich habe Freunde oder Bekannte in Innsbruck, die wurden von einer Drohne begleitet beim Joggen. Das brauche ich nicht. Das wollen wir nicht, glaube ich. Von dort ist nur noch ein Sprung zu Viktor Orban-Style. Und dort, wenn du da zum Beispiel als österreichisches Unternehmen irgendwo was veranstalten willst, unternehmerisch, dann kriegst du einen Anruf vom System, ob etwa ein Vogel hast, dich nicht zuerst bei der Partei zu melden. Weil die natürlich mitschneiden wollen, die Freunde vom Regierungschef. Und wenn du eine kritische Stimme bist in der Zivilgesellschaft, in einem Verein, bekommst du einen stürmenden Besuch, wie bei uns beim BVT, ja, so irgendwie vom Staat. Und sie schauen sich an, was du bist für Menschenrechtsorganisation oder Umweltorganisation. Ob du vielleicht einen Spender aus dem Ausland hast, nämlich aus Österreich. Und dann bist du ein Feind der Republik und bist schon unter Verdacht. Und wenn du ein Parteichef bist, wie mein Freund von Momentum, dann wirst du abgehört. Ja, und von dort ist dann nur noch ein Schritt zu Putin-Style, dass du halt oder ein zu kritischer Journalist bist, kommst ins Häfen. Ja. Mhm. Oder kannst du mitteilen, dass sie wissen, wo deine Kinder wohnen. Also wir sind hier nicht unverwundbar. Wir können innerhalb der nächsten 10 Jahre natürlich unsere liberale Demokratie verlieren. Und es lebt sich auch in Diktaturen ganz gut für viele Menschen, das ist mir schon klar, das ist nicht das Ende der Welt, aber es ist für manche extrem beschissen, weil es völlige Willkür ist. Weil sie sagen, okay, du hast mal zu rote Haare, zu lange Nase, deine Brille gefällt mir nicht und dich stecke ich jetzt ins Gefängnis. Das ist Diktatur, das können wir ganz gut, steckt auch in uns, hatten wir vor 75 Jahren. Und für ein paar des Blutens hat gerade auf Story.one seine Kindheitserinnerung aufgeschrieben. Mhm. Aus dem Krieg. Und der erzählt, dass er in Delas am Kirchplatz sein Onkel mit 16 Jahren damals, als das Nazi-Regime gesagt hat, jetzt kommt er, also jetzt holen wir auch quasi die jungen Burschen. Die hat da laut gesagt, ja, die können mir mal den Buckel abrutschen. Jemand muss da die Burschaft auch übernehmen. Also jemand muss die Landwirtschaft in Gang oder im Laufen halten. Die können mich mal, hat er wahrscheinlich ein bisschen zu laut gesagt. Ein bisschen selbstbewusst. Das war in wenigen Minuten beim Obernazi der Gemeinde und die haben wir in allen unseren Gemeinden auch gehabt, in allen unseren Bundesländern. Und 3 Tage später hat er einen Einberufungsbefehl gehabt. An die Ostfront, Abmarsch. Und zurückgekommen ist er nicht, sondern dort ist er verreckt als Kanonenfutter. Also das ist, wir sind nicht unverwundbar und wir müssen nicht glauben, dass es Krieg nur im Gencode anderer Nationen gibt. Wir haben es auch in unserem Gencode. Weil Sie gerade Geschichte angesprochen haben, möchte noch einmal das Thema wechseln und zwar, Sie moderieren ja jetzt auch auf Puls 4 die Fuck-Up-Show. Mhm. Wie war denn jetzt so der Umstieg für Sie vom... Nach dem Rückzug vom Politparkett dann auf die TV-Bühne irgendwo. Ich meine, Sie haben ja auch schon große Shows abgeliefert im Nationalrat, wenn man sich an diverse Reden hat. Ja. Ja, war eine große Umstellung trotzdem. Also ich, Sie kennen mich ja, ich bin ab und zu schwer aufzuhalten in meinem Sprudeln, wenn mich auf der Bühne setzt mit meinen neuen Büchern. Dann kann ich stundenlang ohne Vorbereitung frei reden. Dasselbe konnte ich im Parlament. Aber hier ist mir es echt schwer gefallen, in einer anderen Rolle als Gastgeber ganz präzise in einem Zeitschema zu bleiben. Und ich habe die Texte selber mit vorbereitet. Aber es geht mir nicht leicht von der Hand. Ich habe mich wirklich vorbereiten müssen, üben. Das ist neu und vielleicht mit etwas Routine. Ich sage immer, ich bin ein Lehrling hier,
aber ich reklamiere verkürzte Lehrzeit, weil ich benachbarte Gewerbe, verwandte Gewerbe schon die Meisterprüfung habe, so irgendwie. Warum wollten Sie genau dieses Format moderieren, beziehungsweise hat Sie daran gereizt? Das Thema Scheitern, das ist tabuisiert in Österreich. Also wenn du auf die Pappen fallst, die einen freuen sich, die anderen schauen beschämt weg, aber bitte nicht drüber reden, dafür schämen ist in Ordnung. Da haben uns manche andere Länder was voraus. Können wir lernen. Es gibt viele tolle Eigenschaften, die wir in unserer Kultur und in unserem Land haben. Aber auf dem Eck haben wir noch Entwicklungspotenzial. Es ist ja der Abend, 22.25 Uhr, die Fuck-Up-Show auf Puls 4. Da kommen drei Menschen, die auch erzählen. Einer zum Beispiel aus St. Anton, der beim Song Contest war. St. Anton am Arlberg, der natürlich gedacht hat, jetzt bin ich Weltstar. Und von dort unglaublicher Absturz. Sein Vater, Alkoholiker, der nach einer gemeinsamen Feier in den Freitod gegangen ist. Also es sind wilde Schicksale. Und die stehen wieder auf, die Leute. Ja, das ist das Schöne. Die leben vor, dass sie natürlich Schläge vom Schicksal bekommen haben und dass sie natürlich irgendwann Passagier waren und Opfer und an irgendeinem Punkt wieder Pilotin geworden sind, ihres Lebens. Das ist sehr inspirierend, finde ich. Das finde ich ein mutiges Format, auch von Puls TV, Puls 4, weil die Leute erzählen 8 Minuten auf der Bühne. Das ist für Privat-TV sehr lang, ungeschnitten. Aber es bekommt natürlich damit auch eine unglaubliche Authentizität. Warum ist Scheitern in Österreich so ein schwieriges Thema, wenn man sich das also vergleicht zum Beispiel mit den USA, die man in vielen Dingen kritisieren kann vermutlich, aber dort, wenn man scheitert, aufstehen oder was machst du als nächstes oder wie geht's weiter oder genauso bei erfolgreichen Unternehmen, wenn der die erste Million Dollar verdient hat, dann ist er früher in der Zeitung gestanden und heute halt auf dem Newsportal, das wäre bei uns mehr oder weniger undenkbar. Ja, absolut, also dort. Wir haben letzte Woche gehabt, ist online nachzuschauen auf der Videothek von Puls TV, den Damian Itzdebski, war ja der Vorzeigemigrant mit seiner Frau, Vorzeigeunternehmer aus Polen. T-Tech damals einer der größten Insolvenzen in diesem Jahr, damals mit über 20 Millionen Ausstände. Und der hat gesagt, es war halt brutal. Ne? Da die Leute haben die Straßenseite gewechselt. Über Nacht von allen Einladungslisten gestrichen, davor bei jedem Buffet und bei jedem Empfang. Also schwierig. Und dann war er in den USA, weil ein Freund ihm Geld gegeben hat und gesagt hat, so, jetzt hau ab und mach mal einen Disketenwechsel da irgendwie. Und er sagt, ja, in den USA, Kalifornien, die haben sich total interessiert für seinen Fuck-Up. Die haben gesagt, wow, hey, wie ist das geschehen? Was ist da passiert? Was hast du daraus gelernt? Also die eine Frage, wie war das mit deinem Scheitern? Die wollen das wissen. Die tragen das wie einen Badge of Honor. Also du müsstest quasi nach österreichischem System müsstest du das beim Opernball angesteckt haben, deine Scheitern-Medaille. Zweite Frage, was machst du jetzt? Und was hast du vor? Wie hast du vor jetzt mit diesem Dünger an Erfahrung, mit dieser steilen Lernkurve als nächstes zu machen? In Österreich, wir lernen das ja schon in der Schule ein bisschen. Ne? Also ich bin mit meinem Buch auf Tour unterwegs gewesen, mit dem Piloten, sei Pilot eines Lebens in Österreich, Deutschland. Wenn ich da 13-Jährige frage, was sind deine Talente? Was kannst du besonders gut? Dann drückt das so ins Sessel. Werden uns ganz verlegen und sagen, boah, Weiß ich eigentlich nicht. Wenn ich dieselbe Person dann frage, du, wo bist du so richtig schlecht? Wo können wir dich nicht brauchen? Wo bist du so ziemliches Fehler, Niederlage? Dann fangen sie an sprudeln. Seit sie 7 sind, fahren wir ihnen mit dem Rotstift drüber und sagen, aufstehen, ganze Klasse herschauen. Da ist er nicht zu brauchen, da ist eine echte Flasche. Ja? Und das traumatisiert die jungen Menschen schon. Und deswegen reden wir nicht drüber. Also das ist zu schämen, ist es, aber nichts anderes. Auch in Europa zum Beispiel das finnische Schulsystem
Und ich schreibe es auch in meinem neuen Buch eben, Kraft und Inspiration für diese Zeit. Im finnischen Schulsystem gibt es den Leitsatz, keinen Schüler beschämen. Mhm. Und ich habe Freunde, die sagen, sie waren in finnischen Schulen und ich sag's da, sagen die mir, ich war noch nie dort, du kannst das spüren, schon wie sie das Schulgebäude organisiert haben. Das atmet eine andere Form der Wertschätzung und Fehlerkultur und Toleranz. Ja. Mhm. Also wir können das ändern und ich möchte einen kleinen Beitrag leisten. Jetzt sieht man sich, wenn man sich die Show mal angesehen hat, wie sie in ein kleines Büchlein immer wieder mal was hineinkritzen. Ist es ein Überbleibsel aus ihrer Zeit als Berater oder wenn sie Workshops gemacht haben? Oder machen sie sich da wirklich was in Notizen? Naja, der Regisseur hat gesagt, ich muss das machen. Gell? Und ich war dankbar, dass ich was hatte, um mich anzuhalten als Anfänger und Lehrling da. Und wenn ich da schon was in den Händen halte, schreibe ich auch was rein. Natürlich machen wir tatsächlich in diesen 8 Minuten, wo du sehr konzentriert bist unter Druck und dann mache ich die Zwischenmoderation und auch Nachfragen. Die Sequenz ist ein bisschen geschnitten, also ich frage ein bisschen mehr, als man dann auch zeigt in der Sendung. Also ich mache mal ernsthaft und wirklich Notizen, das ist nicht gefaked, aber ich habe mir natürlich selber zugeschaut bei der ersten Sendung und finde es auch ein bisschen too much anhalten. Also ich... Bei der zweiten Staffel, so es eine gibt, wir haben jetzt mal die 6 Sendungen im Kasten. Die zweite Staffel ist offen, wissen wir noch nicht. Aber dann werde ich ein bisschen dezenter. Was war Ihr größter politischer Fuck-up? Ja, schon die Landtagswahlen 2015, wo Oberösterreich, Steiermark nicht funktioniert hat, wo wir dann auch Millionen Schulden hatten, die ziemlich drücken auf der Schulter zu eines jungen Parteivorstands, weil du ja auch persönlich haftest. Und dann halt nachrechnest und sagst, was würde das bedeuten, falls wir aus dem Nationalrat fliegen, dass ich da die Wohnung verchecken muss für meine politische... ist ja nicht so, dass das jetzt nur ein Hobby war, das jeden Tag Freude gemacht hat, sondern dass ich liebe Politik, ich habe es gerne gemacht. Mhm. Aber es war natürlich auch eine 80-Stunden-Woche und wenn dann und viel auch Sorgen und wenn dann nachrechnest und sagst, und das steht dann aber auch noch deine wirtschaftliche, materielle Existenz möglicherweise im Spiel, dann sind das schon Sorgen, die auch andere Vorstandsmitglieder haben, die du ernst nehmen musst als Kapo. Da gab es dann auch ein Sparpaket intern. War nicht lustig, wir haben eh nur 7 Angestellte gehabt, nicht? Bundesweit. Mhm. Der ÖVP Niederösterreich hat allein 100 Angestellte gehabt und noch einmal ein paar 100 über Bauernbund und Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund, die eigentlich dem System zuarbeiten. Und du bist da mit ein paar Halbtagskräften mehr oder minder und kannst die nicht einmal zahlen. Da sind schon Sorgen, aber es gibt größere. Gibt Größe. Es ist in Ordnung und es ist alles gut gegangen. Also ich bin mehr als versöhnt. Ja. Würde Sie das politische Projekt gar nicht mehr reizen, zum Beispiel auch auf Regionalebene? In Wien würden Wahlen anstehen. Das könnte ja sehr spannend sein mit Strache, Ludwig, Blümel. Ja. Nein. Ich meine, ich bin immer gefährdet, in Versuchung zu kommen, weil ich ein politischer Mensch bin, weil ich Politik liebe. Und sag niemals nie, da bin ich, will ich auch einfach ehrlich sein, nicht immer rumdrucken. Und gleichzeitig gibt es hier klare Abmachung, auch mit meiner Frau, dass solange die Kinder jetzt einmal die nächsten Jahre in der Schule sind, ich habe einfach gesehen, dass diese 7 Jahre waren großartig. Ich habe auch aus meiner Sicht genügend Zeit aufbringen können für die Familie. Habe nichts versäumt in dem Sinn, aber habe zunehmend Nerven abgelegt über die Jahre. Das haben mir die Kinder dann auch gesagt. Papa, du hast schon keine Nerven für uns. Parallel dazu hat meine Frau Nerven abgelegt und nach 7 Jahren waren wir einfach an einem Punkt, wo ich erstens mit Freude gesehen habe, hey, diese neue Bewegung ist so weit, dass sie aus der ersten Startup-Phase draußen ist. Wenn die 4 Landtagswahlen erstes Halbjahr 2018 auch noch gut gehen,
dann sind wir ein junger Erwachsener. Und dann bin ich zum ersten Mal gut ersetzbar als Kinder. Da sehe ich eine im Augenwinkel, die will, die kann. Ich bin gut ersetzbar. Und in dieser Klarheit, ich bin gut ersetzbar, ist offensichtlich geworden, dass die Kräfte in der Familie erschöpft sind im damaligen Setting, dass ich mehr einrücken muss, mehr präsent sein muss, dass meine Frau auch mehr außerfamiliäre Aktivität entwickeln will, als Künstlerin, Fortbildungen. Also kurzum, hätte ich diese Entscheidung nicht gefällt, hätte die Familie Schaden genommen, hätte die Ehe Schaden genommen, hätte auch meine Gesundheit Schaden genommen, weil das meine zwei Kraftquellen neben anderem sind. Und deswegen ruht diese Entscheidung in ganz großer Klarheit, völlig unangefochten. Und ich versuche halt in so bewegten Zeiten wie jetzt dann als Publizist, als Autor meinen kleinen Beitrag zu leisten. Damit stille ich auch meinen Hunger auf einen politischen Beitrag, den ich einfach habe, der war in meiner Muttermilch, den bringe ich nicht weg. Und wie es dann ist in 8 oder 10 Jahren, I don't know, das ist so weit weg. Das kann ich gar nicht wissen. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht und auch auf das nächste Buch. Das jo. Ist das aktuelle Buch, Kraft und Inspiration. Ja, überheben, genau. Matthias Strolz, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und wir hören uns wieder. Und für Sie. Marc, danke schön. Alles Gute euch in Vorarlberg und weit darüber hinaus in Wien, wo überall ihr ausstrahlt. Ciao. Genau. Danke. Tschüss. Servus. Danke.